herzlich willkommen. Sehr verehrte Damen und Herren daheim, noch nie war unser Expertenduo so gespannt auf eine neue Folge des Gipfeltreffens wie heute. Denn was war das für eine Woche? Ich brauche gar keine Texte, um irgendwas abzulesen. Denn ein Thema beherrscht natürlich ganz klar die Schlagzeilen. Die Wahl in Amerika. Wer hätte das gedacht? Also das Ergebnis, was ist eure Meinung? Also weiß jemand von euch schon? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe auch nicht geguckt. Also sag's mir, wenn du es weißt. Du weißt das noch nicht? Nein. Bescheid. Da gibt's denn sowas? Ich dachte, aber was ist deine Meinung? Deine erste Analyse, mehr kann es ja noch nicht sein. Völlig in Ordnung. Da war eine Wahl in Amerika. Und dafür sind die Ozeane schließlich da. Ja. Oder meinst du jetzt das, dieses Präsidentending? Das, ich meine schon, das. Da muss ich noch gucken, wenn ich ehrlich bin. Das bringt mich jetzt natürlich ein bisschen in die Bredouille, denn ich habe mich auf euch verlassen. Ich dachte natürlich, ihr hättet euch mal informiert. Das ist ja die einzige Aufgabe, die ihr im Endeffekt habt, das Zeitgeschehen mal ein bisschen zu verfolgen. Da war einmal der Dämon in Orange und dann Gandalf der Graue. Und es war eine knappe Kiste oder auch nicht. Ja, aber mal gucken. Ich meine, das Land braucht einen Neuanfang. Und ich soll eine Hose anziehen. Das ist mir auch gesagt worden. Aber nö, weiß ich jetzt nicht. War das denn gut? Soweit ich weiß, ist es gut ausgegangen. Ja, das wollte ich von euch erfahren. Es kommt drauf an, wie man so drauf ist, ne? Ja. Ich weiß es halt nicht. Also mich interessiert es auch nicht. Ich denke, das war natürlich jetzt schon eine erste Analyse. Wenn man bedenkt, dass wir die Sendung schon vor 3 Wochen aufgezeichnet haben, war sie natürlich schon relativ profund. Das muss man sagen. Ja. Können wir jetzt mal die Hörertelefone aufschalten? Gut, was will man denn sonst noch zum aktuellen Zeitgeschehen von uns in Erfahrung bringen? Ich liebe es, selbst zu kochen. Frisches Gemüse, am liebsten Biogemüse, darf bei mir nie fehlen. Und da hat jeder eine andere Technik, wie er das Gemüse schält, beziehungsweise wie er das Gemüse putzt. Und hier kommt meine Frage. Wie bekomme ich es beim Lauchputzen am besten hin, den Sand aus den Rillen zu entfernen, ohne dabei meinen Lauch zu zerpflücken? Es sind jetzt 2 Fragen. Wie kriegst du den Sand aus der Rille und wie kriegst du den Lauch geputzt? Ja. Das ist absolut schrecklich. Von vorne. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Sobald eine wirklich junge, attraktive Frau die Frage stellt, spüre ich bei euch ganz andere Vitalität. Bei mir also, auch? Ja, selbst bei dir habe ich Lebensenergie. Ich habe fast einen Bovist gemessen. Ja. Imposant. Ich hatte direkt imposant im Kopf. Also imposant. Mhm. Imposant? Imposant. Ah, verstehe. Ja. Ich habe es lange auch nicht verstanden. Ja. Aber ich dachte auch immer, wenn Leute so Fußfetischisten, die besonders geil sind auf Füße, dass das fußläufig wäre. Verstehst du? Weil bei Hunden. Ja. Sie will ihn nicht zerschneiden. Warum nicht? Sie will ihn doch nicht ganz kochen. Sie kann ihn doch zerschneiden. Sie könnte ihn theoretisch ganz kochen, aber es ist ein elendes Gelump. Ja, jetzt Quatsch. Muss ich aufstoßen. Schlimm. Aber wenn sie aber kann man ihn ganz essen? Das ist ja die Frage. Wie, dass man sich da wie so ein Schwertschlucker oral verklappt? Weiß ich nicht. Vielleicht nimmt sie den mit in die Sauna. Da wird das ja. Verändert er sich dann ins Abschreckbecken? Dann kann man den Sand so ausklopfen. Es ist jetzt nicht ganz so selten, dass Frauen Lauch mitnehmen in die Sauna. Aber ich glaube, das führt komplett an der Frage vorbei. Es ist Lauch und Porree das Gleiche eigentlich, ja, ne? Ich denke, Porree ist eine Unterart des Lauchs. Ja. Ja, Porree ist ja durch einen Vulkanausbruch auch untergegangen in Italien. Wohingegen Lauch, das kann ja auch dein Nachbar sein. Man sagt ja, ihre durchlaucht, aber nicht ihre durchporret. Ich habe sowieso ein bisschen Ich habe mal gehört, dass jemand sagte, der hat eine Gräfin geil gemacht und hat sich dann Durchlauchterhitzer genannt. Da habe ich sehr drüber gelacht. Ich glaube, sie ist ja sehr jung an Jahren. Und Lauch ist ja auch so eine Bezeichnung für einen jungen Mann mit Leptosom Habitus. Und vielleicht ist Lauchputzen ja auch so ein Jugendslang für jemand verprügeln. Da kam so ein Lauch, da habe ich ihn aber mal ordentlich geputzt. Das Opfer. Da war sowas von Sand in der Rille, der Vogel. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, sie meint die Frage schon ernst. Sie hat ja auch einen Lauch gerade vorgezeigt.
Das stimmt. Ja, den Beleglauch. Den Beleg, ja, quasi, genau. Das ist halt die Frage. Ich glaube, man sollte ihn waschen. Man sollte ihn dringend waschen. Mit Wasser waschen, den Lauch. Ja. Also alle Lauche waschen. Ja, Lauche. Und dann putzen. Ich bin ja ein großer Fan vom Oswald Kolle. Und frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn wir alle wieder mehr ficken würden. Naja, also sie ist ja der Auffassung, dass die Menschheit daran gesunden könnte, dass man einen Tacken mehr koitiert. Ja. Ist aber dran. Natürlich. Das stärkt das Immunsystem und wir könnten das Virus zerficken. Also wir könnten uns das Immunsystem so in die Höhe bumsen, dass es keine Chance mehr hat. Aber wie ficht es das Virus an? Also was macht es mit dem Virus, wenn du... Dein Immunsystem ist gestärkt. Ah. Hast du das noch nie erfahren? Nein. Nein. Bist du oft erkältet, oder? Ja. Ja. Aber ich habe trotzdem regelmäßig Geschlechtsverkehr. So ist es nicht. Also ist es wirklich... Es geht ja nicht um regelmäßig, es geht um häufig. Ja, also... Ja, morgens vorm Aufstehen. Ich finde, jedes Jahr... wäre meiner Frau zu viel. Ja, aber ist es nicht auch so, dass ja die Nebenwirkungen, die durch das Kohabitieren entstehen, ja oft zu beträchtlichen Verwerfungen führen? Ja? Du meinst die Gören? Ja, richtig. Überbevölkerung entsteht überwiegend durch Kinder. Ja, man sollte also mehr kohabitieren mit weniger Kinder kriegen. Ja. Das klingt wie mehr essen und dünner werden, aber es geht. Ja, denn man holt sich ja mit dem Kind quasi den Feind ins Haus. Ja? Das Kind ist ja nur da, das Kind wird Jugendliche und der Jugendliche nutzt ja seine ganze Energie nur, um das Coronavirus zu verbreiten, um uns im Endeffekt auszulöschen. Mhm. Also der Jugendliche will uns ja eigentlich, der will uns ja weg, der will uns ja ersetzen. Mhm. Das ist ja das Ziel seiner Existenz. Ja. Kein anderes gibt es. Und ich denke, dadurch graben wir uns indirekt das Wasser. Ab. Ab. Zu, wollte ich sagen. Wir graben uns das Wasser zu? Wir graben uns damit das Wasser zu. Und Essen ist der Sex des Alters? Ja. Es gibt ja Menschen, die das Gleiche machen wie beim Essen. Das heißt, vorm Sex sagen die guten Appetit. Und danach sagt einer, mach mal so, du hast hier noch was. Ja, da gibt's dann Schönes Beispiel. Es gibt ja schon spätestens seit den 70er Jahren in diesem Sinne angelegte Events. Ja? Also das Koitieren für den Frieden. Diese Bed-Ins damals in der Hippie-Zeit. Ja, also das heißt, dass man durch die Aktivität auf der Vertikalperipherie versucht, die Dinge zum Guten zu wenden. Es hat nicht funktioniert. Das muss man, glaube ich, jetzt nach 40, 50 Jahren einfach auch mal anerkennen. Ich denke, es ist nicht die Lösung. Ja, ist es auch nicht. Nur durch Bumsen räumt sie die Spülmaschine ja auch nicht von alleine aus. Wenn man die Frau umdreht, wendet man sie dann zum Guten? Man kann dagegen auch nichts sagen. Sie hat ja nicht gesagt, finden Sie nicht auch, man sollte ein bisschen mehr Hundewelpen tottreten, wo man sagt, ach nö, aber das ist ja, da kann man sich immer drauf einigen. Eine populistische Frage, die so ein bisschen lulli ist. So nämlich. Ja. Ja, in jedem Verein, und das waren einige, in denen ich gespielt habe, habe ich zu den Spielern gehört, die nicht geraucht haben und die am wenigsten gefeiert haben. Kaum zu glauben, aber wahr. Und wenn ich dann mal gefeiert habe, dann allerdings war ich kurz vor den 20 Uhr Nachrichten. Aber trotzdem möchte ich heute wissen, wie viel muss ein Mensch rauchen, um ein Raucherbein zu bekommen? Mein Vater hat sehr viel geraucht, tatsächlich. Der hat eine Doktorarbeit geschrieben über das Mittelalter, also über Hexenverbrennung, die Pest, also die schönen Seiten.
aus dem 15. Jahrhundert. Und der hat eine in der Hand gehabt und die weggelegt, geschrieben, sich noch eine angesteckt. Der war im Krankenhaus, dem haben sie gesagt, wenn sie so weiter rauchen, nehmen wir ihnen das Bein ab. Und dann hat er aufgehört. Mhm. Ist militanter Nichtraucher geworden, hat alle rausgeschmissen, die bei ihm geraucht haben. Und ich weiß nicht, wie viel er noch hätte rauchen müssen, das war ja die Frage. Mhm. Aber ich schätze mal, noch 3 Jahre am Tag 50 Zigaretten. Kannst du ausrechnen. Und da hätte die ja noch rauchen können. Dann hätten sie ihm das Bein abgenommen. Man muss ja die eine Zigarette direkt vorher aufhören. Mhm. Das ist ja die Kunst. Sonst hätte man ja zu früh aufgehört. Das wäre ja Quatsch. Ja, das stimmt. Aber wir müssen ihm schon eine genaue Antwort geben. Also ich glaube, sonst kriegen wir das um die Ohren gehauen. Wenn es heißt, jetzt habe ich euretwegen auf 5 Fluppen verzichtet. Ich rauche nicht, ich kann das gar nicht sagen. Also. Und ich wünschte, ich könnte es mir abgewöhnen. Du rauchst. Im Moment nicht, wie du siehst, aber ich sehe dem freudig entgegen, wenn ich ehrlich bin. Aha. Ich versuche das zu kultivieren, wie Clint Eastwood. Ich möchte gleich schön eine rauchen. Das ist aber nur dazu da, um die Symptome meines Nikotinmangels zu mildern. Das ist eigentlich ein tragisches Ding, ja. Ich sollte nicht rauchen. Aber ich tu's. Es ist schwer. Es ist schwer aufzuhören. Ich weiß nur, die Nikotin- und Teerrückstände lagern sich ja in den Beinen ab, weil das halt schwerer ist als das Blut. Und ich habe mal eine Studie gelesen, wenn man also während des Handstands raucht, kann man dem Raucherbein vorbeugen, weil man damit das Nikotin und den Teer verwirrt, weil sie dann halt sich nicht mehr orientieren können im Körper und man muss das halt regelmäßig wechseln. Also, dass man gelegentlich im Kopfstand, im Handstand raucht, dann im Liegen und dann resigniert der Teer. Genau. Das glaube ich auch. Ja. Dann sackt es ins Becken und es wird ihm das Becken abgenommen. Dann werden die Beine direkt an den Oberkörper montiert und man sieht aus wie der allerletzte Schmock. So, guck, hängen ja. Stelle ich mir auch nicht schön vor. Ja. Kennst du das auch, diese Leute, die immer sagen, wisst ihr, wie ich aufgehört habe zu rauchen? Nee, erzähl mal. Einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr geraucht. Da möchte ich immer gerne so einen gusseisernen Beistelltisch neben mir haben, um ihn dem in die Fresse zu schmettern. Was ist das für ein Tipp? Jetzt mal ehrlich. Aber es klingt sehr einleuchtend. Ja, aber das geht doch nicht. Ich habe einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr geraucht. Ja, wie jetzt? Ja, wie willst du denn sonst aufhören? Was, in Einzelhaft oder was? Ja, wie? Wie, wenn nicht so? Ja, du musst die Dosis runterschrauben. Na, dann mach's doch. Ja, Mari, ich bin jetzt bei einer Schachtel am Tag. Und wo warst du vorher? Ja, bei allen Schachteln am Tag. Okay. Ein Raucherbein kann ja auch das Ziel sein, vielleicht. Wenn man sagt, man will, sein Leben lang hat man das Ziel, an den Paralympics mal teilzunehmen. Und da schickt man das dann hin, oder was? Nee, das Bein nicht. Das Bein bleibt zu Hause. Nee, ich glaube, das Bein wird verwertstofft. Ja? Ja, das wird ja... Kann man das auch begraben lassen? Man kann das Bein begraben lassen. Das ist aber ein sehr spezieller Friedhof dann wahrscheinlich. Da gibt es wahrscheinlich auch den Arschbackenhügel bei Sanssouci, wo alle nur ihre Ärschaben beerdigen lassen. Ein Besteller. Was eine lustige Idee ist für einzelne Körperteile. Ja. Dass du nur das Bein beerdigst, da könnte man sagen, sein Weg endet hier, aber für ihn geht es trotzdem weiter. Ja. Genau. Die Nasengrotte von Palermo. Da sind überall nur so Nasen von Leuten. Das wäre auch wirklich, wirklich schrecklich. Aber auch lustig. Oder nur Daumen. Überall so Daumen. Man fühlt sich gut, wenn man rauskommt. Irgendwie fühlt man sich gut. Ja, hinterm Sägewerk, der Daumenfriedhof. Ja. Aber weil wir die Frage neulich hatten, wenn es das Raucherbein gibt, gibt es, sage ich mal, auch den Lauchdaumen oder das Rettichknie oder irgendwas anderes? Also wirken auch andere? Das Rettichknie, ich habe schon oft den Eindruck gehabt, es gibt das Knoppersgesicht. Aber das kann auch täuschen. Manche Leute sehen einfach mal ein bisschen scheiße aus. Vergiss das. Raus, hier. Ich setze eine Schere. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Fachausdrücke, die wir gar nicht kennen. Es gibt den Tennisarm natürlich. Es wäre lustig, wenn es den Tennispenis gäbe, weil das phonetisch sehr ähnlich klingt. Aber da gibt es ja die Geschichte, dass ein US-amerikanischer Schauspieler hat, das kam während dieser MeToo-Debatte zum Tragen, dass ein amerikanischer Schauspieler seine Frau mit seinem eigenen Penis geschlagen haben soll. Und ich habe das dann mal zu Hause probiert und meine Frau hat das gar nicht gemerkt.
Aber das ist wirklich so. Es gibt den Tennisarm, es gibt die Kongolippe zum Beispiel. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht? Was ist die Kongolippe? Was soll die Kongolippe sein? Ich habe gehört, das wäre... Hier schon mal eine kleine Markierung setzen. Was soll die... Mach mal, ich habe den Arm oben für die Markierung auf dem Band. Was soll die Kongolippe sein? Ich hätte gehört, dass so ähnlich wie bei der Schulze-Ferse. Hier. Wo? Nee, mach weiter. Die Schulze-Ferse, die ja dadurch entsteht, dass man halt in Brandenburg an schlechten Geläuf lange barfuß läuft und sich deshalb die Ferse verbreitert. Und so gibt es ein Insekt in Zentralafrika. Wenn man davon gestochen wird, kommt es zu einer Schwellung des gesamten Mund-Rachenraumes. Ja, dann weg mit der Markierung. Okay, ich hatte wieder kurz, aber läuft. Ja, die Kongolippe. So wie wir das fieberische Drüsenpfeifen. Also das fieberische... Fieberische Drüsen. Das sind meine Drüsen, einfach nicht drauf achten. Drüsenjäger, das sind dann auch so wirklich Leute mit Gewehren, die bei den Achselhöhlen nachgucken. Das wäre auch ganz schlimm. Vergiss es einfach. Mhm. Hey, Fremder, hier ist dein Colt, hier ist dein Hut und hier hast du deine neuen Stiefel. Aber nicht vergessen, Fremder, wenn du da reinschlüpfst, vorher erst markieren. Und dann geht der Fremde, der ja gar kein Fremder mehr ist, weil wir den ja schon längst kennen jetzt, der geht auf die Straße, hinter eine Ecke und dann pieselt der erstmal in seine neuen Stiefel. Sollte man heute noch in seine neuen Stiefel pullern? Hm? Man soll sich ja nach dem Urinieren die Hände waschen. Mhm. Das habe ich nie verstanden. Man soll sich ja nach dem Urinieren die Hände waschen. Ach, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Hm. Müsste man sich in dem Fall dann die Füße waschen? Ja, also ich würde sagen, nein. Nein. Mhm. Nein. Nein. Mhm. Dreimal nein. Tut uns leid. Ja. Ja, neulich, da habe ich Kinder beobachtet, nicht? Und die saßen auf dem Stuhl und haben immer so gekippelt. Also ich war irgendwie fasziniert von der Bewegung. Und dann, oh, um Gottes Willen, jetzt fallen sie um. Ja, jetzt fallen sie um. Nein, die sind nicht umgefallen. Jetzt frage ich Sie, bis zu welchem Grad kann man mit dem Stuhl kippeln, ohne dass er umfällt? Hm? Oh, 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 oh. Ja. Nur sagen Sie es mir. Die gab es ja in jeder Klasse. Also welche, die einfach das Gleichgewicht nicht halten konnten und dann irgendwann nach hinten geklappt sind. Also es gab in jeder Klasse solche, wie du. Zappelfilippe. Genau. Ja. Solche Energiebündel, die keine Sekunde still sitzen konnten, die einfach mit ihrer Motorik und mit... Ja. Ja, die einfach alle angesteckt haben mit ihrer... Energie und mit ihrem überbordenden Temperament. Ich bin mir eher sicher, dass bei Johann jahrzehntelang dachten, warum sitzt hier ein Junge aus Styropor? Das glaube ich. Ich habe viel gekippelt früher tatsächlich. Aha. Ja, ja. Hört, hört. Wir hatten hinter uns, also zu Hause, wir hatten hinter uns eine Scheibe, aber ich bin da nie reingefallen. Mhm. Ihr hattet bei euch zu Hause die Scheibe immer hinter dir? Da war eine Treppe und dahinter, die war mit Glas. Das war eine Glastreppe. Mhm. Mhm. Glastreppen sind auch eine sehr sinnige Erfindung, auch auf jeden Fall. Aber kennt sie nicht, die schöne Glastreppe? Mir der Struwwelpeter vorgelesen und da wurde ja dem Kind das kippelt, dem wurden, glaube ich, die Hände abgehackt, damit es sich nicht mehr an der Tischdecke festhalten kann. So war und das. Und dann habe ich damit aufgehört. Exakt, ja? Das war das. Die schwarze genau. Pädagogik, natürlich. Na genau. Bei mir hat es gewirkt. Ja. Dr. Heinrich Hoffmann übrigens, ein großer Pädagoge. Was der Vater essen wollt, unten auf dem Boden rollt. Ja. Alle Leckereien und Bissen sind plötzlich herabgerissen. Und der Vater blicket stumm um auf den ganzen Tisch herum. Ja. Das hat die Kinder natürlich abgeschreckt. Dann haben sie nicht mehr gekippelt. Aber man hat schon was mitgenommen. Wenn man am Daumen lutscht, fliegt die Tür auf, es kommt ein unterernährter 2 Meter großer Schneider rein und trennt einem die Daumen ab. Ja. Als ob Papier es wäre. Als ob Papier es wäre. Hm. Was ja nicht stimmt, weil du ja immer so einen feinen Knochen da drin hast. Der fliegende Roboter, er wurde hinweggefegt von einer Bö. Die sich seiner bemächtigte. Und die Mutter hat noch gesagt, Mensch, Uwe, geh doch nicht raus bei dem Wind. Ja, ne? Schirm aufgespannt, weg war er. Ja. Oder der Suppenkasper. Ah. Der Suppenkasper. Er wog zum Schluss ein halbes Lot und war am nächsten Tage
tot. Also für unterernährte, daumenlutschende, kippelnde Kinder war das Buch nichts. Muss man echt sagen. Ja. Für Schneider und Väter hingegen. Hm. Natürlich muss man es auch so sehen, jetzt rein geometrisch betrachtet, ist es mit der Kippelei eine Frage des Schwerpunkts. Alleine der Schwerpunkt ist entscheidend. Ja. Ja, denke ich auch. Also wer zum Beispiel jetzt nicht viel in der Birne hatte, ja, also wirklich leere Rübe, der konnte ja endlos nach hinten. Ja. So, und Kinder wirklich mit einem massiven Gehirnvolumen sind ja schon aufrecht umgekippt. Ja. Das stimmt, ja. Ich selber habe einen Schwerpunkt so niedrig, kann im 90-Grad-Winkel mit dem Sessel kippeln, da passiert überhaupt nichts. Mhm. Da denkst du dir, was macht er da? Ist das eine NASA-Mission? Wirklich, da passiert nichts. Aber bei vielen anderen Kindern ist natürlich, ich mochte es immer, wenn Leute rückwärts mit dem Stuhl umkippen, das ist so eine tiefe Komik und man weiß, dass sie sich nicht wirklich verletzen. Außer, dass jetzt eine Scheibe hinter dir oder was. Ich bin komplett aus Styropor gewesen. Ich habe gar keinen Schwerpunkt gehabt. Ja, ich glaube, das hängt ganz vom Schwerpunkt ab. Ja. Und ich hatte großen Spaß an der kindlichen Freude, die Frau Meyer daran hatte, so ein bisschen mit dem Stuhl zu kippeln. Mhm. Und tatsächlich war heute mal der kleine Film, den uns Frau Meyer geschickt hat, schöner als die Antwort. Ne? Daumen lutschen, ja. Daumen ab. Ja. Und es ist eine Frage des Schwerpunkts und nicht des Standpunkts. Ja. Hallo, ich bin der Paul. Und mich persönlich würde mal interessieren, also wenn wir jetzt den Ernstfall hätten und irgendwo einmarschieren, müssten wir dann alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, damit wir den Feind nicht anstecken? Ja, vielleicht kann man nur mit den Infizierten einmarschieren, dass nur die Infizierten, die Positiven, ist einmarschieren. Ja, das ist dann ja biologische Kriegsführung im Prinzip. Genau. Dann wären wir die los. Hm. Das stimmt. Wir wären virusfrei im Grunde. Und wenn man sich dann quasi im Gefecht eine Kugel einfängt, als Infizierter kommt man zumindest um die Quarantäne drumherum. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen eine Kugel einfängt, das ist auch verniedlichender Kriegsjargon. Oft wird da auf einen geschossen tatsächlich, ja. Habe ich gelesen. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Mhm. So müssen wir es schonungslos benennen. Ja, genau. Ja. Und das hat ja auch der französische Ministerpräsident gesagt, wir führen einen Krieg gegen das Virus. Also, wie er sagte, Resistance garde virus. Und er meint also, es ist schon eine offene Konfrontation. Aber im Endeffekt ist das Virus sehr viel kleiner. Also man schießt ja quasi mit Kanonen nicht auf Spatzen, sondern man schießt mit was anderem. Kugeln auf Menschen. Kann natürlich sein, dass du dir trotzdem dann, dass so ein Virus getroffen wird, wenn du eine Kugel einfängst. Hoppla. Vielleicht wird aber jemand dadurch geheilt. Wenn jemand nur ein Virus in sich hat und die Kugel trifft ihn genau dort, ist nur ein Streifschuss. Ja. Aber gerade hier, lass mich, es ist nur ein Streifschuss. Ich glaube, die tun genauso sau weh. Das ist genau wie, es ist nur eine Fleischwunde, ma'am. Ich glaube, das ist auch Fleisch, was sollen das sonst für Wunden sein, Fleischwunden? So, die wenigsten Kugeln prallen vom Schulterblatt ab. Weißt du, was für eine Fleischwunde? Das hat mich immer genervt. Das ist nur eine Fleischwunde. Was soll das bedeuten, nur eine Fleischwunde? Das ist alles Fleisch bei mir, Fleisch, egal wo du hinschießt, Fleischwunde. Unglaublich, echt, ist nur eine Fleischwunde, was soll denn das sonst sein? Ja, aber jetzt... Sie haben den Baum getroffen, Ma'am, kein Problem, das verstehe ich. Aber was für eine Fleischwunde? Na ja, angenommen, das Virus hat sich verlaufen und sitzt hier, wo der die Binde hatte. Also der Streifschuss wäre quasi nur der Kollateralschaden des Abschusses des Viruses. Das ist Collateral Damage. Viel wichtiger ist doch die Frage, die ich euch jetzt stellen möchte. Und zwar lautet sie, durch Corona gibt die Bundesregierung wesentlich mehr Geld aus, als es halt so geplant war in diesen Haushalten und so, wie man das nennt. Mhm. Man überschuldet sich. Irgendwann muss die Kasse doch aber mal leer sein. Und zwar wann? Was meinst du? Sollte also die Bundesregierung mehr Schulden machen? Meine Kinder machen auch Schulden. Die nächste Frage ist, die Bundesregierung hat ja den Karnevalisten, das betrifft ja vor allem eure Region, empfohlen, auf den Straßenkarneval zu verzichten und deshalb dieses Jahr den Karneval wirklich zu Hause zu feiern, allein. Wie muss ich mir das vorstellen bei dir, Johann, wenn du allein zu Hause Karneval feierst? Ich würde ja mit der Familie feiern. Ach so. Und wir verkleiden uns oft so, wie wir gerne sein würden. Hm. Oder wie man den anderen sieht. Die Kinder würden sich als fiese Ratten verkleiden. Hm. Ich würde mich als Frau verkleiden, weil ich wäre gerne eine Frau. Du wirst deinen femininen Anteil dann wirklich mal transparent zum Tragen bringen? Richtig. Meine Frau als Mann, ich als Frau. Ich denke immer, ich wäre eine gute Frau geworden.
Siehst du eher eine junge Frau oder? In mir oder? Ja. Ja, eine junge Frau, eine agile Frau. Eine agile. Nein, ich denke immer, ich wäre gerne Frau, weil ich möchte gerne einmal fühlen, wie es ist, schwanger zu sein. Das ist ein großer Traum von mir. Wie es ist, wenn man so bewohnt ist von einem Alien, den man dann rauspresst und ob es wirklich so schlimm ist. Und dann kommt mein Mann und schneidet die Schnur durch und weint, kippt um. Ich würde das gerne mal erleben. Das heißt für dich Karneval. Ganz genau. Was ich euch unbedingt fragen wollte, ist es wirklich eine sehr persönliche Frage. Welchen Aufkleber würdet ihr euch nie im Leben hinten drauf aufs Auto machen? Also bei Baby an Bord frage ich mich immer, was soll mir das sagen? Weil ein Baby ist doch auch ein Mensch. Wie jeder andere. Warum soll ich jetzt vorsichtiger fahren? Ist es wertvoller, ein Baby, als der Fahrer? Oder verstehe ich nicht. Vielleicht soll ich ja nur signalisieren, seht her, ich hatte Geschlechtsverkehr. Dass man sich damit auch so ein Stück weit brüstet. Ja, das kann man ja auch direkt draufschreiben. Seht her, ich hatte Geschlechtsverkehr. Ja, das stimmt. Macht's ja gut auf so einer E-Klasse. Ja. Wir müssen noch irgendwas dranhängen, so bringt das nichts. Wir sind die letzte halbe Stunde unfassbar abgekackt. Unglaublich abgekackt. Wir müssen jetzt doch kommen, jetzt hier die großen Stellungnahmen. Ja. So geht das nicht. Wir müssen weitermachen. Ich habe aber keine Fragen mehr. Dann denk dir welche aus. Ich habe mir mal einen Kessenstreich erlaubt. Und zwar habe ich mir an der Tankstelle den Aufkleber abgezogen, gerippt. Und zwar blasenfrei zapfen. Das hat mich wirklich tief beeindruckt und berührt. Blasenfrei zapfen, weil ich mir das nie vorstelle. Was muss ich tun? Wie zapfe ich blasenfrei? Zapftet ihr jemals unblasenfrei? Das klingt wie ein Discounter-Angebot. Das ist auch nicht in Ordnung.